Fair, bunt und informativ. Das Social Media Projekt. Herr Breu, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. In den letzten Tagen und Wochen hat ein bestimmtes Thema viele Menschen, besonders Eltern von Schulkindern, beschäftigt. Was genau ist passiert und wie kam es dazu? Ja, am 12.8. am Montag begann die Schule und natürlich wünscht man sich dann, dass dann auch die Schulbusse kommen und die Kinder zur Schule fahren. Aber just an diesem Tage hat der dafür von uns beauftragte Unternehmer ein Insolvenzverfahren eröffnet und am Anfang fuhren die Busse noch teilweise, dann ab Donnerstag gar nicht mehr. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, als das erste Unternehmen Insolvenz angemeldet hat? Und wie ist die Kreisverwaltung vorgegangen, als das zweite Unternehmen Insolvenz angemeldet hat? Es ist natürlich so, dass immer wenn ein Insolvenzverfahren im Spiel ist, man ja wissen muss von dem entsprechenden Vertragspartner, schaffst du es denn, deine Leistung zu erbringen? Und es ist tatsächlich so, es gab eine Bietergemeinschaft aus zwei Unternehmen. Das erste Unternehmen ist ins Insolvenzverfahren gerutscht am 9. Juli. Und dann haben unmittelbar die Gespräche begonnen mit dem zweiten Unternehmen. Schaffst du trotzdem die vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen? Und es kam dann zu einer Zusammenarbeit mit einem lokalen Busunternehmen vor Ort. Und man hat uns alle notwendigen Unterlagen vorlegen können, auf das wir davon ausgehen mussten, dass es tatsächlich zu erfolgreichen Fahrten kommen wird, sowohl der Schüler als auch der Kindergartenkinder. Konnten Sie das schon in der Kreisverwaltung erahnen, dass es diese Arten von Problemen geben wird? Leider konnten wir das nicht erahnen, denn wir haben ja diese ganzen Gespräche im Vorfeld geführt, um rauszubekommen, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, seine vertraglich geschuldete Leistung zu erbringen. Und all die notwendigen Unterlagen konnte das Unternehmen vorlegen, konnte auch erklären, mit welchem Partner es vor Ort gedenkt, anstelle des insolventen anderen Partners die entsprechenden Leistungen zu bringen, die Busse entsprechend zu besorgen, fahren zu lassen. Und als dann am 1.8. die neuen Verkehre losgingen, haben wir ja auch gesehen, dass es sowohl in dem Linienbündel Hunsrückhöhenstraße Süd wie auch in allen anderen fahrende Busse gab, dass wir dann am 12.8. gesehen haben, dass der Unternehmer, muss man ja fast sagen, uns so hat hängen lassen, dass er am Tag des Schulbeginns zum Insolvenzgericht geht. Das war natürlich dann wirklich eine Katastrophe. Bei der Vergabe werden diese Unternehmer sicherlich geprüft. Wer prüft die Unternehmen? Also dieses komplette europaweite Ausschreibungsverfahren, was gesetzlich vorgeschrieben ist, um zu einer Vergabe zu kommen im öffentlichen Personennahverkehr, führt gar nicht die Kreisverwaltung durch, weil das ist ein sehr kompliziertes Verfahren, eine sehr komplizierte Rechtsmaterie. Deshalb gibt es den VRM, den Verkehrsverbund Rhein-Mosel, der diese Arbeiten und Leistungen und Dienstleistungen erbringt, nicht nur für den Rhein-Hunsrück-Kreis, sondern auch für 7 weitere Landkreise im nördlichen Rheinland-Pfalz, inklusive der Stadt Koblenz. Und der Verkehrsverbund Rhein-Mosel, der hat die Ausschreibungsunterlagen für uns durchgeführt. Und am Ende gab es in allen 4 Linienbündeln einen preisgünstigsten Bieter, mit denen wir dann auch entsprechende Verträge geschlossen haben. Gab es keine anderen Möglichkeiten, ortsansässige Unternehmen hier aus der Region auf irgendeine Art und Weise mehr einzubinden? Leider ist das rechtlich nicht möglich. Wir haben in 3 von 4 Linienbündeln ortsansässige Busunternehmen, die auch tatsächlich in der Ausschreibung gewonnen haben. Aber wir können nicht sagen, ein Kriterium bei einer europaweiten Ausschreibung ist, es darf nur ein Busunternehmer aus dem Landkreis sein. Das ist rechtlich leider nicht zulässig. Herr Breu, wie ist der aktuelle Stand der Lage? Welche Schritte wurden eingeleitet, welche Schritte werden eingeleitet, um das Problem kurzfristig und auch langfristig zu lösen? Also der aktuelle Stand ist folgender. Wir haben letzten Freitag eine Dringlichkeitssitzung des Kreistages gehabt. Da hat der Kreistag beschlossen, den sich im Insolvenzverfahren befindlichen Unternehmen fristlos zu kündigen. Gleichzeitig haben wir im Rahmen einer Notvergabe einen neuen Partner gefunden, der für uns dann ab dem 2. September die entsprechenden Verkehre wieder abliefert. Und der Stand der Lage ist, dass wir natürlich versuchen, sehr intensiv über alle Kanäle und vielen Dank auch für Ihr Interesse,
die Eltern darüber zu informieren, dass es am 2.9. weitergeht. Werden die neuen Busunternehmen das in so kurzer Zeit schaffen? Und über welche Vereinbarungen wurden getroffen? Ja, also natürlich war das auch unsere Frage. Was ist der frühestmögliche Zeitpunkt? Und der neue Unternehmer hat zu uns gesagt, er kann das nicht von heute auf morgen. Er braucht Vorbereitungszeit. Der frühestmögliche Termin, an dem er in der Lage ist, die Schüler und Kindergartenkinder sicher in die Schulen und Kindergärten zu bringen, ist der 2.9. Und dann soll man ihm diese Zeit auch geben. Der neue Fahrplan ist auch ein Thema, das viele Menschen beschäftigt und auch auf viel Kritik stößt. Welche Ziele wurden bei der Aufstellung des neuen Fahrplans angestrebt und welche dieser Ziele konnten erreicht werden? Also das Ziel war im Wesentlichen, das ÖPNV-Konzept Nord des Landes Rheinland-Pfalz umzusetzen. Dieses Mainzer Konzept sieht vor, dass man auch im ländlichen Raum den öffentlichen Personennahverkehr ausweitet, attraktiver macht. Wir hatten in den vergangenen Jahren eigentlich keinen wirklichen ÖPNV, sondern wir haben eigentlich nur unsere Schüler und Kindergartenkinder von A nach B gebracht. Einige Regiolinien möchte ich mal da außer Acht lassen. Jetzt haben wir ein vertaktetes Angebot bei allen Orten mit mehr als 200 Einwohnern alle 2 Stunden. Und das ist eine erhebliche Ausweitung des Busfahrangebotes für den Bürger. Und die Kritik, die ist vielfältig. Es gibt Leute, die sagen, es fahren ja jetzt viel zu viele Busse, da sitzt ja nie jemand drin. Und es gibt natürlich andere, die sagen, nein, aber wir müssen auch was für das Klima tun, um es zu schützen. Wir müssen raus aus dem Individualverkehr, wir müssen in den ÖPNV. Und dann muss natürlich auch erst einmal ein Angebot geschaffen werden, das dann auch attraktiv ist für den Bürger. Also es gibt im Bereich der Kritik die ganze Palette. Vernünftigerweise, glaube ich, muss man erst einmal schauen, dass sich dieses neue Paket einspielt und dass die Bürger auch es intensiv kennenlernen, damit sie dann hoffentlich auch sehr zahlreich den ÖPNV nutzen können. Was möchten Sie abschließend den Betroffenen und Zuhörern mitteilen? Also vom Prinzip muss ich mich ganz herzlich bedanken, denn das war ja eine Ausnahmesituation, in das uns das Unternehmen gebracht hat. Die Eltern haben sich innerhalb kürzester Zeit in Fahrgemeinschaften zusammengeschlossen, haben WhatsApp-Gruppen gebildet und haben das wirklich in sehr kurzer Zeit sehr gut gelöst, ihre Kinder selber in die Schule zu bringen. Dafür bin ich sehr dankbar. Wir haben zum 2.9. ein neues Unternehmen, das dann wie früher auch die Kinder in die Schule bringen wird und die Kindergartenkinder auch. Und bis dahin bitte ich die Eltern noch um ihre Geduld. Herr Brühl, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Fair, bunt und informativ. Das Social Media Projekt.